Nach ihrer Abreise aus Ekenge fährt Mary zunächst nach Schottland zurück, zum dritten Heimaturlaub seit ihrer Zeit in Calabar. Als sie 1904 nach Afrika zurückkehrt, gründet sie auf eigene Kosten eine neue Missionsstation in der Siedlung Itu entlang des Enyong Creek, um die wilden Stämme der Aros und Ibibios zu erreichen. In Itu gründet sie schließlich auch eine medizinische Versorgungsstation, das Mary Slessor Krankenhaus. Trotz ihrer eigenen, immer schlechter werdenden Gesundheit arbeitet sie unverdrossen weiter und zieht von Dorf zu Dorf, um Streit zu schlichten, ungewollte Babys bei sich aufzunehmen, Männern, Frauen und Kindern das Lesen beizubringen und das Wort Gottes zu predigen. 1913 wird sie vom Johanniterorden für ihre Arbeit ausgezeichnet. Warum soll ich eine Auszeichnung erhalten? Egal, was ich in meinem Leben getan habe, es ist mir leicht gefallen, weil der Herr vorangegangen ist. Mit 66 Jahren stirbt Mary Slessor am 13. Januar 1915 an der Ruhr und einem starken Fieber. Ihr Leichnam wird auf einem Hügel nahe der ersten Missionsstation, in der sie arbeitete, begraben. Kurz vor ihrem Tod ruft sie einige ihrer Pflegekinder zu sich. Sprecht nie von der kalten Hand des Todes. Es ist die Hand Jesu, die mich zu ihm holt. Ich bin überzeugt, wie Paulus sagte, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes.